Es wird eine Nebenmission angekratzt, während Kaya tanzt. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ich will sie auf keinen Fall stören. Wir gehen hier runter in dem Regen und widmen uns einer Alpennebenmission oder Alpvernichtungsnebenmission, wenn ich sie recht in Erinnerung habe. Das war knapp. Wo bin ich hier denn reingelandet? Oh, Elex. Nice. Guter Start. Hallo Kaya. Lass das Monster für mich erledigen. Was haben wir hier? Oh, nein. Nee, ignoriere das Monster. Ist okay. Ich kann dir verzeihen, wenn du es nicht erledigst. Oh. Erst wenn ich meine Rüstung habe, gehe ich sowas an. Ah, ich hoffe mit dieser Nebenmission. Wenn ich die fertig habe, dass mir dann das ganze Elex, das ganze Gold zusammenlegt für die. Oh. Der erste Schuss ging schon mal nirgends hin. Na, etwa Versuch, kleiner. Brrr, genau. Okay. Okay. Ah. War ein kurzes Rauschen in der Luft. Was haben wir hier? Ein Autospeicherpunkt. Schon mal ein guter Anfang. Jo, was Halt! geht ab, Leute? Keinen Schritt weiter, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Commander Nezol, wenn ich mich nicht irre. Was? Wie kannst du meinen Namen kennen, Mensch? Aber ja, jetzt erkenne ich dich. Commander Jax. Aber das ist unmöglich. Man sagt, du seist. Exekutiert worden? Tja, fast hätten sie es tatsächlich geschafft. Wie ich sehe, bist du nun dein eigener Herr. Und dein Gesicht. Du hast deine Elex-Kräfte verloren, nicht wahr? Das ist gut. So haben wir eine reelle Chance gegen dich. Oh. Erst denken, dann handeln, Commander Nezol. Du bist jetzt ein Abtrünniger. Wie wir Separatisten auch. Aber heißt das auch, dass du dich unserem Kampf gegen die Elexatoren anschließen wirst? Ich werde meine Rache kriegen, und wenn ich dabei untergehe. Nun gut, ich glaube dir. Obwohl, ich spüre so etwas wie Überraschung darüber. Ich wundere mich, wie es ein einzelner Alp geschafft hat, sich der Kontrolle des Elex zu entziehen. Auch wir versuchen, keine Sklaven des Eises mehr zu werden. Doch haben wir schwer zu kämpfen mit dem Elex-Entzug. Wir können dem Elex nicht ganz entsagen, auch wenn wir es gerne wollten. Sonnenlicht, das ist die Antwort. Was genau macht ihr hier in Edan? Wir verstecken uns vor den Alps und versuchen zu verstehen, was mit uns geschieht. Wir beginnen, Dinge zu spüren. Was genau? Ein Gefühl der Schuld und der Angst vor dem Tod beschäftigt uns. Aber wir spüren auch Hoffnung. Hoffnung, dass die freien Menschen uns Schutz gewähren könnten. Schutz vor unseren eigenen Artgenossen. Ich könnte mit den Berserkern reden. Wenn du einem geeigneten Berserker begegnest, der sich mit uns hier draußen beschäftigt, überbringe ihm eine Nachricht von uns. Sag ihm, dass unsere Gruppe hier einen Waffenstillstand will und um Schutz vor unserem gemeinsamen Feind bittet. Du sprichst von Asyl? Egal wie die Unterstützung aussehen mag, wenig ist besser als nichts. Es würde vermutlich schon reichen, wenn wir nicht auch noch von den Berserkern gejagt würden. Geh und sprich mit ihnen. Du bist nicht mehr so wie wir. Auf dich werden sie hören. Eigen. Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Wir waren Teil einer Kommandoeinheit der Alps. Alles begann nach einem verheerenden Angriff der Berserker. Wir waren einige Tage vom Elex-Nachschub abgeschnitten. Einige von uns begannen Gefühle zu entwickeln, einige sogar zu träumen. Es kam zu einem Zerwürfnis zwischen dem vorstehenden Elexator Parsec und uns. Wir sahen, wir fühlten, etwas stimmte nicht. Es gingen Dinge in Xakor vor, die wir nicht gutheißen konnten. Elexator Parsec merkte das und ließ uns hierher versetzen.
Was ist dann passiert? Wir entfernten uns von unserer Einheit und flohen in die Wildnis hier. Wir konnten nun sehen und wir wussten, die Elexitoren würden alles versuchen, um das wieder zu ändern. Die Alps beschwören den eigenen Untergang herauf. Sich den Separatisten anzuschließen, ist die einzige logische Schlussfolgerung auf die geschehenen Ereignisse. Um die Alps zu retten, müssen die Elexitoren abdanken und die alte Direktive muss wieder befolgt werden. Wir müssen uns endlich wieder erinnern, wer wir einst waren, vor den Elexitoren. Wie steht ihr zu den freien Menschen? Es muss einen anderen Weg geben, Elex zu fördern, als die freien Menschen in die Konverter zu stecken und auszubeuten. Nun, wir denken, irgendwann werden die Alps gewinnen. Aber was dann? Was passiert, wenn es kein Elex mehr gibt? Was passiert, wenn wir alle Rohstoffe verbraucht haben? Wir fürchten, das könnte den Untergang für alle bedeuten. Shit. Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen? Wir wollen uns nicht länger damit vergiften. Wir nehmen es noch, aber es kontrolliert uns nicht mehr. Das glaubt ihr wirklich, oder? Würde ich mich so gegen die Elexitoren äußern, wenn es nicht so wäre? Nein, wir bewahren uns lediglich die Stärke des Elex, soweit es nicht unseren freien Willen einschränkt. Es wird schwer, den freien Menschen dies zu vermitteln, solange ihr es immer noch nehmt, auch wenn es wenig ist. Die Outlaws haben ihre Stims, die Berserker das Mana und die Kleriker ihren Gott. Sie werden es akzeptieren. Aber was ist mit dir? Können wir dir denn trauen? Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Ich schulde den Elexitoren nichts. In Ordnung. Dann hast du dich offenbar ebenfalls von ihrem Einfluss befreien können. Würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Nein. Elex ist noch ein Teil von uns. Und wir werden selbst entscheiden, wie lange noch. Wir sind jetzt freie Menschen und werden nicht den einen Herrn durch einen anderen austauschen. Uff, da gibt's viel Text. Wo ist euer Hauptquartier? Erst wenn du uns hilfst, werden wir dir so weit vertrauen, dass wir dir solche Informationen geben. Ihr werdet von Alps gejagt? Ja. Elexitor Parsec hat uns eine Gruppe Separatistenjäger auf den Hals gehetzt. Das Mana hier in der Umgebung macht uns schwach. Die Separatistenjäger zwar auch, aber wenn sie uns erwischen, sind wir geliefert. Sie sind uns zahlenmäßig überlegen. Ich schaue mir eure Separatistenjäger mal an. Aber sei vorsichtig. Sie sind zu fünft, wie wir ausmachen konnten. Ah, okay. Wo sind diese Separatistenjäger? Ihre letzte Position war nordwestlich von hier. Gemäß Protokoll werden sie dort auf Verstärkung warten, da sie unsere Mannstärke nicht kennen. Dementsprechend sollten sie sich noch in der Nähe ihrer letzten Position aufhalten. Der Berserker Harkon schickt mich. Tatsächlich. Nun, dann bist du entweder hier, um uns zu töten, oder du hast eine Nachricht für uns. Harkon sagt, ihr hättet seine Männer hier in der Gegend umgebracht. Nun, das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, wir waren dabei, als der Spätrupp der Berserker hier vorbeikam und von uns angegriffen wurde. Sie hatten keine Chance gegen uns. Du musst verstehen, wir waren Soldaten von Xakor und befolgten Befehle. Aber jetzt zählen wir uns nicht mehr zu ihnen. Nicht solange die Alps blind dem Wort der Elexitoren vertrauen. Wir sind jetzt Separatisten. Sag den Berserkern, dass wir die Sache wieder gerade rücken wollen. Sag Harkon, dass wir einen Waffenstillstand ersuchen und ihren Schutz gegen unseren gemeinsamen Feind brauchen. Beeile dich. Wenn sie uns hier draußen finden und angreifen, ist es zu spät. Wann habt ihr Elexitor Kallax das letzte Mal gesehen? Ich glaube, da wart ihr beiden noch auf dem Schlachtfeld und habt zusammen gegen die freien Menschen gekämpft. Ist also schon... Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wer? Die Separatisten? Oh, Eisenerz. Ich nehme mal eure Sachen. Hört euch doch eh nicht, oder? Wir teilen doch. Doch ganz normal bei den Schutzgeldsachen. Oh, gratis Machtstöße. Damit können wir uns ja schon unsere Rüstung dann schon leisten. Ja, kleines Pausencut hier, bevor ich weiß, wo ich weiter muss. Schnell speichern. Ups. Jetzt Pause. Wir begeben uns Richtung Mission. Wir lassen Kaya mal bei uns.
Ist nicht so, als würden wir sie besser als... Setzerbrot. Besser behandeln, als wir Ray behandeln werden. Sind wir für Gleichberechtigung. Aber es ist ein schönes Schwert. Zeig mal her. Ah, das ist das gleiche, was jeder hat, oder? Jeder Berserker. Ich glaube, so viel abwechslungsreiche Waffen wird es gar nicht geben, aber ich werde auch bei dieser Waffe wahrscheinlich bleiben. Sie einfach weiter upgraden und damit dann zerstören, so viel wie ich kann. Hört ihr diese Waldgeräusche? Oh, so muss ich einen Wald anhören. Überall Vögel. Und kaum, wo ich das sage. Wohl dabei gedacht haben. Kaum, wo ich das sage, haben sie auch gehört zu zwitschern. Ob es was auf der Brücke oben gibt. Ich habe keine Ahnung, aber ich schaffe es eh nicht. Lieber fighten gehen. Go fighting. Wo sind sie? Ober mir auf der Brücke? Nein, nicht ober mir auf der Brücke, aber ober mir. Geschwächter Alp. Ist so ein Viech echt hinter mir? Oh, was ist das? Lieber zu den Alps hinein. Hallo Jungs. Ihr werdet sich schon mit der Spinne auseinandersetzen können, oder? Uff. Ich sehe gar nichts vom Pfeil. Ich sehe nur, dass da hinten die Spinne. Alter, wo schlagt drin, Junge? Okay, was macht Spinne? Keine Munition mehr. Naja. Danke, dass du da warst. Das hätte schiefgehen können. Keine Bemalung wie bei Ray sonst. Warum hast du nicht auf meinen Rücken aufgepasst? Hast du die Post auf meinen Rücken auf? Zum Spinne tot, Alps tot. Nett hier! Kleine Sumpfspinnen gibt's zum Bekämpfen. Fahren wir auf die Brücke rauf. Riech ich die Loot da oben? Ich glaube, ich rieche der Loot oben. Ja, ich glaube, ein bisschen was liegt da drüben. Hier vielleicht auch? Nee. Nee, oh. Weiß nicht, warum das gerade so komischen Effekt hatte. Dickes Blut. Ist das ein Trank? Solange es Krüge und Ol-Lampen überall gibt. So kurz vor der Küste haben das Auto zurückgelassen und sind zu Fuß weiter. Wir wissen nicht einmal, ob es dort einen sicheren Ort gibt. Das Radio rauscht schon seit einer ganzen Weile nur noch. Niemand weiß, was da draußen eigentlich los ist. Aber was sollen wir sonst tun? Geht los. Oder ein Schwert raus. Ich war gerade entspannt. Und die Sumpfspinne wollte mich schon. Also Sumpfspinnenlöcher. Wir wissen es jetzt. Ich hoffe, ich habe die richtige Mission angezeigt. Was haben wir hier? Da ist Raptoren. Nur Raptoren. Ich schau, ohne zu sterben. Aber solange Controller noch unplugged. Sehr schön. Gefällt mir. So, wo finden sie mich hin? Nicht zur Mission. Ja. Ach, geh. Okay. Ob sie mir das. Nicht so, hier ist er. Ich glaube, er wird mir eine Belohnung geben, nämlich für dass ich seine geschwächten Alps getötet habe.
So stand es im Vertrag, bin mir ziemlich sicher, dass das im Vertrag so gestanden ist. So, jump. Jo, Mr. Nassau. Eure Verfolger sind Geschichte. Wirklich? Ein erleichterndes Gefühl macht sich bemerkbar. Wer hätte gedacht, dass wir einmal als Abtrünnige Seite an Seite gegen die eigenen Männer kämpfen müssen? Damit hast du uns einen großen Dienst erwiesen. Nimm dies als Dank dafür, Commander. Ist es normal, dass ich nicht sehe, was sie mir geben, als Beute? Either way. Ich glaube, ich habe noch ein paar Missionen im Wald hier, die ich mir anschauen kann. Nazor, das ist es nicht. Dann schauen wir mal. Nein. 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 Gehen wir zuerst das beim Bill abgeben. Das haben wir schon eingesammelt. Vielleicht kriegen wir echt Fettsplitter. Fettsplitter wären geil. Ladet länger als sonst. Hier kann man nur wohnen, wenn man etwas kompensieren will. Aha. Okay. Yep. Billy Boy. Könnte mal bei Chloe vorbeigehen, schauen, was sie sagt. Nachdem ich verarscht wurde. Hast du danach gesucht? Zeig mal her. Ja, ich denke, das dürfte es sein, was meinen Käufer interessiert. Ich selber habe zwar keinen blassen Schimmer, was genau darin beschrieben ist, aber das muss ich ja auch nicht. Du wartest sicher auf das Elixit? Korrekt. Den Großteil der Summe werde ich erst nach Abschluss des Deals bekommen. Aber unser gemeinsamer Freund war so großzügig, mir eine hohe Summe vorzuschießen. Und genau die hole ich dir jetzt. Du hast die Splitter nicht dabei? Natürlich nicht. Denkst du, so eine Summe schleppe ich die ganze Zeit mit mir herum? So dumm und lebensmüde bin ich nicht. Außerdem sagte ich dir bereits, dass du mir vertrauen kannst. Wenn du nicht warten willst, begleite mich einfach zu meinem Versteck. Mach ich. Mach ich. Gib Gas. Wow. Er gibt nicht Gas. Oh. Schauen wir mal, ob es da oben wirklich ist. Was ist das gerade? Was ist das gerade gewesen? Was ist das gerade gewesen? Ey, Bill. Oh. Irgendwelche eine Erklärung da oben? Nein, nichts. Was war das für ein Schwachsinn? Den haben wir gelootet, den haben wir gelootet. Wache, 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 wache. Manche brauchen Zeit. Die Schufterei muss mal ein Ende. Ich will gar nicht wissen, welche Ausdünstungen hier in der Luft liegen. Bring mir etwas bei. Na gut. Wir brauchen das Geld für was anderes. Ich. Gehen wir zu Hakan. Hoffentlich begegnen wir niemandem, den ich kenne. Ich habe jetzt echt keine Lust auf unnötige Unterhaltung. Ja, die hat nie jemand. Oh, also werden wir alle Leute ansprechen, die wir kennen. Anfangend mit Harkan. Du, das ist ja krank. Okay. Glück gehabt. Where is he? Here. Ich habe deine Alps gefunden. Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein, ich habe mit ihnen gesprochen.
Du hast was getan? Ich hoffe für dich, dass du einen guten Grund dafür hattest. Wir reden hier von Separatisten. Separatistische Alps? Das kann ich kaum glauben. Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Ich denke, es ist besser, wenn ich das für mich behalte. Ich hab's gewusst. Ich habe dir von Anfang an nicht getraut. Du deckst einen Haufen Alps und gibst es auch noch zu. Verschwinde aus unserer Stadt, du Verräter. Oh, was? Sonst mache ich dich einen Kopf kürzer. Dich, Arschloch, hol ich mir. Wirklich? Oh. Oh. Okay. Ist er tot? Wirklich? Aber Red habe ich nicht töten können. Den rede ich jetzt wegen Schutzgeld an. Arim? Wahrscheinlich kaum. Ha, krass. Jo. Ha. Warum habe ich da einen grünen Pfeil? Ah, der Rüstungshändler. Raus, aber schnell. Sorry. Mach das ja nicht nochmal. Ich gehe nicht nochmal zu deinem Bett. Hm. Das. Gaia. Edan. Oh nein, wo ist die Mission? Wirklich? Habe ich die Mission einfach nur verkackt gerade? Tor! Tor! Wir speichern hier, machen eine Pause. Bring mir gut. Ja, yep, wird nur das. Mehr Geld habe ich sowieso nicht. Wache verzaubern. Welcher Schuss? Nipp. Gaia? Wegen der Ja? Okay. Du wolltest hier nicht was besprechen. Gib mir Mana für reines Elex. Gerne. Zeig mir. Sicher. Was zum Teufel? Wegen der Ele. Ja? Ich habe hier. Vielen Dank. Aber ich. Ich will nicht zur. Ich habe. Vielen Dank. Gut. Wenn ich jetzt die Mission weitermachen. Okay, anscheinend wollte sie nur Mana fressen. Nur Mana wollte sie fressen. Okay. Schön dich zu sehen. Schön dich zu sehen. Auch schön dich zu sehen. Oh. Hast du Stormson gesehen? Sag, dass du ihn gesehen hast. Kann schon sein. Hat er dir zufällig gesagt, wohin er aufgebrochen ist? Nein, daran kann ich mich nicht erinnern. Oh, so ein Ärger. Dabei hatte ich gehofft, dass du mir weiterhelfen kannst. Hast du dich in der Taverne umgesehen? Das war nicht nötig, dort ist er nicht. Also nicht mehr. Ein paar Kerle haben ihn dort aufgegriffen. Wenn das stimmt, was ich gehört habe, waren das gewiss keine Freunde von ihm. Was waren das für Kerle? Alle Aussagen sind recht vage. Niemand konnte mir etwas Genaues sagen. Konnten sie nicht oder wollten sie nicht? Du meinst, sie verschweigen es mir mit Absicht? Exakt. Das würde bedeuten, dass Angrim dahinter steckt. Das verschlimmert die Angelegenheit. Warum will Angrim Stormson beseitigen?
Er hat sich offen gegen das Gesetz gestellt und hat sich auf die falschen Leute eingelassen. Jemand hat ihn verraten? Ja, Angrims Spitzel, die Angehörigen des Eisenclans, sitzen überall. Aber der arme Teufel konnte seine Klappe ja nicht halten. Sieht ganz so aus. Ich werde Stormson ausfindig machen. Denkst du, du kannst Angrim zum Reden bringen? Das werde ich. Verlass dich drauf. Sei aber vorsichtig. Er ist nicht zimperlich. Du siehst ja, was passieren kann. Ich komme klar. So, ich muss auch wieder los. Schön, dich zu sehen. Dann lass ich dich mal rumtanzen weiter. Oh. Ich habe übrigens meine Rüstung abgegradet. Die Hosen habe ich mir auch noch leisten können. Ja, jetzt sollte ich mal ein Shattered Tank sein und alles aushalten, was ich brauche. So, schauen wir mal, was Mr. Angrim sagt. Ah, die Alps-Mission mit den Separatisten habe ich gleich vermasselt. Hast du etwas mit Stormsons Verschwinden zu tun? Stormson? Wer soll das sein? Du kennst hier jeden Grashalm und willst mir weismachen, du weißt nicht, wer er ist? Warum sollte ich mein Wissen mit dir teilen? Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Weil ich sicher bin, dass du deine Finger mit im Spiel hast. Ich sage dir jetzt mal was. Dieser Kerl dachte, er könnte unsere Regeln auf den Kopf stellen. Hausierte mit seinen wirren Ideen bei unseren Männern herum. Das konnte ich nicht zulassen. Was hat Stormson verbrochen? Er wollte unsere Magie durch die Waffen der Kleriker ersetzen. Hätte sich diese Idee rumgesprochen, wären die Grundfesten unserer Gemeinschaft in Gefahr gewesen. Misst du nicht mit zweierlei Maß? Manch einem traue ich einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Gerätschaften zu. Er allerdings zählt nicht dazu. Und so wie er für seine Idee werben wollte, habe ich dafür gesorgt, dass die Folgen seines Handelns für unsere Idee von Gemeinschaft werben werden. Woher wusstest du davon? Ich habe meine Augen überall. Wohl eher deine Männer. Meine Männer sind meine Augen und Ohren. Sie sind der lange Arm des Gesetzes. Er hat bekommen, was er verdient hat. Ich habe ihn in die Wälder bringen lassen. Und dort wird er den Tod finden. Such sie auf, falls du noch eine Rechnung mit ihm offen hast. Andernfalls wird sein sündiger Kadaver bald in der Erde verrotten. Jo. Richtig, Grafe. Lass die Technik lieber stecken. Wer sagt das? Hier oben, das schaut gar nicht so weit aus. Sandy Pines. Oh, Sandy Pines. Ich erinnere mich. Jetzt bin ich nicht mehr nutzlos, jetzt wird hier gekillt. Ich bin nicht mehr nutzlos. Wo sind sie? Hier. Der haltet noch viel aus, der Typ. Der haltet echt noch viel aus. Oh, ist wahrscheinlich nicht mal was Wertvolles drin. Ein Besen. Oh, das ist doch was Wertvolles drinnen. Irgendein Bett, mit dem ich schlafen kann. Besen. Oh, Gott sei Dank. Da kann ich mir wieder eine Rüstung leisten mit den zwei Besen. Ich hab dich gesehen, Kloberbier. Das Wichtigste in der Apokalypse. Okay. Gibt's hier auch was Wertvolles? Sanftes Klopapier zum Beispiel. Oh. So ein sanftes Klopapier wäre schon geil. Jo. Oh, krank. Und Regen. Viecher aufgeschreckt.
Wo ist das andere? Wow, ist schon da. Der hat mir viel abgezogen. Hebeband. Nur die beste Loot. Na, Gott sei Dank bin ich zurückgekommen. Ich gehe nochmal schlafen. Ich cheate mir dieses Spiels mit Schlaf. Wie in Fallout. Da wird auch geschlafen. Das Ding geht nicht mehr. Jo. Spannst du? Spannst du, Kaya? Das geht gar nicht. Boom. Und ich kann wieder schlafen gehen. Die Close Quarters Fights sind nichts für mich. Oh komm, lass mich den Spind nehmen. Ein bisschen ein Helix. Foto. Wen haben wir diesmal? Mehr Developers. Yep. Ja, doch sicher gute Loot. Oh, was sage ich? Mit Elex gestorben. Guter Mann. Guter Mann. Oh, Litsche durch die Zimmer da. Da war für First Person schon geil. Jock damit. So ist zu Close Codes. Gut, mal tot. Habe ich da irgendwo noch ein schnelles Bett? Und keine Zigaretten. Ganz vergessen, meine Energiespeicher zu verkaufen. Die brauche ich ja nicht, da ich ja nicht Kleriker werde. Geldbündel. Okay. Anleitung. Hoffen wir mal für was Gutes. Und eine Runde gehen wir noch schlafen. Bevor wir aufbrechen. Hier ist mein Bett. 3 Tage verschlafen in diesem Hotel. Ah. Okay. Wenn man Mr. Stormson finden. War da unten nicht auch noch irgendwas? Irgendein Biest. Letztes Hotelzimmer. Naja, wurscht. Die Türme haben zwar immer noch ein bisschen gute Loot, aber wir gehen lieber Richtung Mission. Muss durchs Wasser durchrollen. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Besser speichern. Oh, wieder einmal entlockern. Und dann der nächste Kampf. Ist das ein Konverter, den wir noch nicht geplündert haben? Ich wünschte, wir hätten einfach mehr Zeit. Für was? Für Aussicht genießen? Mal schauen, was sagt die Karte. Den haben wir schon. Uah. Mist. Wo ist Mr. Stormson? Oh, wahrscheinlich ganz oben auf dem Peak. Epiker Gritterwaterfallkampf. Nee. Nicht episch. Oh. Jetpack im Wasser benutzen klingt normal nicht nach einer guten Idee. Komm schon, Mann. Erklimme den Berg. Hey! Ich glaube, wenn man sich da Zeit lässt, sterben die auch.
Jo, was geht ab, Jungs? Oh. Die Berserker sind von Energiewaffen durchlöchert. Das ist die Handschrift der Kleriker. Wow. Sind da gerade nicht Jungs rumgeflogen? Wissen Sie. Was geht ab, Jungs? Wo rennen Sie hin? Versuchen zu. Da ist doch ein Sturmsonderbär. Hallo, Fremder. Ich habe die besten Waren, die du auf deinen Reisen jemals brauchen kannst. Warte mal. Das hat nichts mit denen zu tun. War das einfach Missionsende jetzt gerade? Ist diese Mission wirklich zu Ende? Das war's hier. Das gibt's doch nicht. Ihr Ratten. Ihr Ratten. Dann schlafen wir halt bei den Leichen. Ratte. Looten. Nicht Kaya looten. War das wirklich die Mission? Ha. Wirklich. Okay. Eigen. Da drüben gibt es einen besseren Weg wahrscheinlich, aber nehmen wir diesen her. Zum Weg der Mitte. Einer der letzten Städte. Wir werden uns drüber kämpfen. Dort gibt es ja auch haufenweise Missionen. Und da wir. Bleib hinter mir! Nee, brauche ich nicht. Brauche ich doch. Uff! Alles klar, Mädel. Da habe ich dich ein bisschen scheit erwischt. Oh, jetzt bin ich schon an. Ein Spielniveau, wo ich mich locker zurücledern kann und wahrscheinlich hier trotzdem jeden Kampf gewinne. Oh, das werde ich bereuen, den Satz. Den werde ich bereuen. Was sagt die Karte? Oh, noch immer weit. Wir nehmen eine Abkürzung. Oh. Da ist ein Turm. Ich will nicht drauf klettern. Schauen wir, was unterhalb liegt. Gegner liegen unterhalb. Nicht, dass wir da ein einzelner Hund uns killt. Na, falsche Taste. Der macht schon Schaden. Dass es hier heute überhaupt noch da ist. Cooles Spielzeug, Dino. Yay. So cool. Oh, nee. Es wird nicht geklettert. Kann mich irgendwer hören? Irgendjemand? Nachricht an jeden anderen Funkturm. Gibt es noch mehr Überlebende? Bitte melden. Nee. Schaut nicht so aus. Aber der Typ klingt doch noch ziemlich entspannt. Ich habe die Panik in seiner Stimme nicht gehört. Boah, kommt man, hüpf drüber. Oh, das ist kein Fight, den ich jetzt haben will. Den ignorieren wir. Oh, den werden wir nicht ignorieren. Ja, ich sehe es. Ah,
Boom. Ich muss mal schauen, was der Jump Attack Nummer 2 bringt. Da gibt es eine Upgrade-Stufe für das. Für das Jump Attacke. Ich glaube, wir sind jetzt schon ziemlich nahe. Ich spüre das Lager der Mitte. Ja, wir sind schon ziemlich nah. Was sage ich? Oh, ich glaube, rechten Seite geht's weiter. Dann wir zuerst. Na, wir können links auch gehen. Oder direkt drauf hupfen. Was haben wir? Jetpacks. Hey, ho. Mist, vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Was geht ab, Jungs? Yes. Hab ich nicht übersehen, Ratte. Hat das Beile? Brauchen sich für viel? Hat es gespeichert? Na, mein Junge. Ein zahmer Schakal. Sehr ungewöhnlich. Mhm. Komisch, dass der hier lebt. Der zahme Schakal. Hat sicher nichts mit einer Story zu tun. Glaube ich gar nicht. Ich sollte ihn vielleicht doch gleich killen. Jo, wer hat hier was zu reden? Moment mal, wo soll's denn hingehen? Lass mich raten, du bist hier der strategische Offizier. Ach, noch so einer von deiner Sorte hat mir gerade noch gefehlt. Du lässt hier besser die Waffe stecken und hältst deine langen Finger bei dir. Dann kriegen wir auch keinen Ärger miteinander, klar? Der Ort hier sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Ja, für viele ist es der letzte Zufluchtsort vor den Konvertern der Alps. Für andere ist es eine Festung des Widerstands und der Freiheit. Für mich ist es eine Lebensaufgabe. Jeder, der Schutz sucht, wird ihn bei uns finden. Doch du siehst nicht aus wie jemand, der Schutz braucht. Eher wie jemand, der auf Krawall aus ist, wenn du mich fragst. Mach hier besser keinen Ärger. Auf Streuner stehen wir hier nicht. Wer hat hier das Kommando? Unser Boss? Er ist oben im Haupthaus. Sein Name ist Lloyd. Aber Typen wie du nennen ihn Big Daddy, klar? Geh ihm besser nicht auf die Nerven, rate ich dir. Er hat Besseres zu tun, als mit euch Streunern seine Zeit zu verschwenden. Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers? Ganz genau. Und jeder, der hier etwas zerstört oder unrechtmäßig entwendet, wird sich vor mir verantworten müssen. Ah ja. Und wie läuft der Job? Du willst mich doch nicht etwa aushorchen, ob es hier etwas zu holen gibt, oder? Also entweder packst du ordentlich mit an, oder du kannst dich gleich wieder verziehen. Verstanden? Verstanden. Tatsächlich? Naja, das werden wir ja sehen. Wie ist jemand wie du hier gelandet? Ich war damals in der Garde von Abessa City. Bei einem der vielen schweren Angriffe der Alps damals sind wir von den Klerikern an die Front befohlen worden. Es war ein aussichtsloses Unterfangen und die Schweine da oben wussten das. Bin dabei fast draufgegangen. Nie wieder gehe ich dahin zurück, sag ich dir. Das hier ist jetzt mein Zuhause und jeden, der es bedroht, werde ich bis aufs Blut bekämpfen. Wie kann ich dich beim Sichern des Lagers unterstützen? Du willst uns wirklich helfen, ja? Dann besorg uns mehr Männer. Die Mutantenbrut da draußen würde uns nur zu gerne auf die Pelle rücken. Du redest von loyalen Waffengefährten. Genau. Wir brauchen gute Kämpfer, auf die man sich verlassen kann. Keine Dünnbrettbohrer, die beim ersten kleinen Mutantenangriff die Flucht ergreifen. Ich besorge gute Kämpfer. Ja? Du meinst, du kriegst das hin? Na schön.
Dann geh und rekrutiere sie. Sie müssen dir aber schon als deine Waffengefährten bedingungslos in den Kampf folgen. Wenn du mir mindestens 3 brauchbare Kämpfer nennen kannst, die dir folgen, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Und beeil dich besser damit, bevor die Mutanten wieder angreifen. Duras wird's auf jeden Fall nicht. Okay. Kaya, eine mächtige Kampfmagierin der Berserker, gehört zu meinen Gefährten. Starke Magier sind sehr effektiv. Von der Sorte könnten wir ruhig ein paar mehr gebrauchen. Schon sehr gut fürs Erste. Wen hast du noch anzubieten? Ray, ein ausgekochtes Schlitzohr der Outlaws, kämpft an meiner Seite. Wir haben eigentlich schon genug Ganoven hier im Lager, aber meinetwegen. Hast du noch jemanden? Falk, ein sehr guter Kleriker-Scout, unterstützt mich. Interessant. Ich dachte immer, die Jungs aus dem Vulkanland kennen nur ihren Glauben. Okay, ich würde sagen, das sind erst einmal genug Gefährten, um unser Lager zu sichern. Ich hätte die Auswahl meiner Kampfgefährten zwar anders gestaltet, aber egal, damit kann ich arbeiten. Ich hoffe, dass sie auch halten, was sie versprechen, wenn der nächste Angriff ins Haus steht. Mach ruhig weiter so. Wir haben zwar schon erst einmal genug, aber wenn du noch mehr gute Kämpfer hast, immer her damit. Je mehr, desto besser. Ax ist ein ehemaliger Alp, doch jetzt ist er mein Waffengefährte. Ist das dein Ernst? Puh, tja, man nimmt, was man kriegt. Hoffentlich fällt er uns nicht in den Rücken. Ah, was war das? Wen haben wir da noch zum Sprechen? Siedler. Ich kann mich durchlooten da nochmal. Das machen wir später. Fangen wir von oben an. Und aus der Mitte entspringt ein Keim der Hoffnung. Bedroht durch den Sturm aus dem Norden, halten wir das Auge mit Stolz und Zuversicht. Ich nehme an, du hast hier das Kommando. Ich bin Lloyd, geistiger Vater und Anführer der Menschen hier. Willkommen im Lager der Mitte, Fremder. Lass deine Waffen ruhen und schöpfe neue Kraft an unserem wärmenden Feuer. Ist das Big Daddy Lloyd? Lager der Mitte, sagst du. Klingt ziemlich naiv für diese kleine Ansammlung von ein paar freien Menschen. Große Visionen werden immer belächelt. Das kümmert uns nicht. Es ist wie in jedem Spiel. Am Ende werden die Punkte gezählt. Der Krieg ist nur ein Spiel für dich? Nein, natürlich nicht. Doch wenn du die Spielregeln deines Gegners kennst, macht es vieles einfacher. Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Wenn es nur nach mir gehen würde, würden wir jeden hier leben lassen. Doch muss die Chemie unter meinen wichtigen Männern stimmen. Sie sind es, die das Ganze hier zusammenhalten. Also, wenn sie dich mögen und du ihnen ihre Unterstützung anbietest, denke ich, wird niemand etwas dagegen haben, wenn du dein Lager hier aufschlägst. Ich muss ihre Aufgaben erledigen, um hier bleiben zu können. Fürs Erste wird es reichen, wenn du ihnen in Aussicht stellst, dich um ihre Belange zu kümmern. Wenn ihnen gefällt, was du zu ihnen sagst, kann ich dir eine Bleibe anbieten. Fair genug, oder? Wer sind deine wichtigsten Männer? Da gibt es den Späher Jonesy, der sich im Umland um die herumstreunenden Mutanten kümmert. Dann ist da Eckhart, der sich für die Verteidigung der Anlage hier verantwortlich zeichnet. Und natürlich Harley, unser Mechaniker. Den machst du vermutlich schon glücklich, wenn du ihm etwas Großes zum Reparieren bringst. Es sind gute Männer. Also zeig dich auch von deiner guten Seite, wenn es dir möglich ist. Die gibt's nicht. Die gibt es nicht. Wie steht's um eure Kampfkraft? Wir haben einen Haufen kampferprobter Experten für unsere Sache hier gewinnen können. Unter der richtigen Führung kann es eine schlagkräftige Kampftruppe werden, die man nicht unterschätzen sollte. Dein Lagermeister Eckhart ist ein harter Hund. Ja, das ist er. Aber ich bin froh, dass er da ist. Ohne seine Qualitäten als Kampfstratege wären wir schon so manches Mal von angreifenden Mutantenhorden überrannt worden. Er ist zwar etwas ruppig, aber ich denke, er weiß es zu schätzen, dass du ihn unterstützen willst. Sehr gut. Aber das war noch nicht alles, nicht wahr? Ich konnte Eckhart bei der Sicherung des Lagers helfen. Sehr gut.
Ich hörte schon von deinen Gefährten. Seltsame Auswahl, die du da getroffen hast. Naja, irgendwie passen sie zu dem restlichen Haufen hier. Schon mal sehr gut. Einige Dinge wären da aber noch zu tun. Ich bin mir sicher, dass du sie auch noch meistern wirst. Erzähl mir von deiner Vision. Ich bin viel herumgekommen und habe auf meine alten Tage viel Erfahrung sammeln dürfen. Die verschiedenen Gemeinschaften, die noch existieren seit der großen Katastrophe, haben alle eines gemeinsam. Es fehlt ihnen an Flexibilität. Sie sind alle Gefangene ihrer eigenen Gesetze und Verhaltensweisen. Doch gibt es viele Rohdiamanten unter ihnen, die unsere Sache wirklich voranbringen würden. Dieser Ort hier ist ihre Anlaufstelle. Ihr kämpft für die freien Menschen? Wir kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir trotzen den Unterdrückern und den Verblendeten. Es wird jemand aus unserer Mitte sein, der die Welt in seinen Grundfesten verändern wird. Dein Erscheinen hier und dein Interesse an unserer Gemeinschaft beweisen das. Du glaubst, dass ein Mann die Welt verändern wird? Lassen wir doch die alberne Maskerade. Wir wissen doch beide, von wem wir hier sprechen, Commander. Hm. Du weißt, wer ich bin? Nein. Du bist nicht mehr die Bestie, vor der sie alle erzittern. Einst hattest du große Macht. Alles wurde dir genommen und trotzdem bist du wieder aufgestanden und wirst deine alte Kraft bald wiederfinden. Ich sehe hier einen aufrechten, starken Mann und seinen inneren Konflikt zwischen Mensch und Maschine. Wer, wenn nicht du, könnte wirklich etwas bewegen? Du siehst eine Menge. Ja, darum nennen sie mich Big Daddy und folgen mir. Redet doch von Commander Shepard. Oh, Wen haben wir noch hier? Da oben ist der andere Typ. Du, kann man mit dir reden? Siedler, nein. What? Siedler. Alte Münze. Alles gratis zum Looten hier. Geile Sache. Jo. Dein Werkzeug gehört mir. Du bist es. Ah, verdammt. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe gerade keine Zeit, muss diesen Mist hier wieder in Gang bringen. Dieses freundliche Biest da drüben. Dein Haustier? Ich habe keine Ahnung, wo dieses Vieh hergekommen ist. Auf einmal war es da. Weißt du, so etwas stört mich nicht. Solange es nicht meine Schrauben frisst. Du bist Mechaniker? Ei, ich bin Harley, stellvertretender Werksmeister der vierten Kolonne des Horns von Ignadon. Stets zu Diensten. Die Zeiten sind vorbei, Kumpel. Hier draußen sind wir alle freie Menschen. Wenn du also etwas repariert haben willst, wirst du dafür bezahlen. Harley. Ist das wirklich dein richtiger Name? Nein, den gaben mir meine Freunde früher mal, weil ich gerne an alten Maschinen herumwerkel. Ich heiße eigentlich... Naja, vergessen wir das. Harley Davidson. Bist du so gut? Das will ich meinen, Kollege. Ich bin hier völlig unterfordert. In unserer Kolonne gab es nichts, was wir damals nicht wieder in Gang gebracht hätten. Wie gesagt, wenn die Kohle stimmt, kriege ich alles wieder ganz. Komm mir aber bloß nicht mit einem defekten Toaster klar. Ich brauche endlich mal eine große Aufgabe. Wie viel Erfahrung hast du mit Flugmaschinen? Und von welchem Jetpack-Typ sprechen wir hier? Ich hatte da etwas Größeres im Sinn. Größer? Ha, das ist ja mal endlich was Interessantes. Du redest von den Gleitern der Alps, nicht wahr? Mhm. Okay, warte mal. Vor einigen Tagen ist eine ihrer Maschinen in Edan runtergekommen. Sofern sie dort noch keiner geborgen hat, müsste sie auch immer noch da sein. Könntest du den Gleiter bergen? Ha, das ist dein Ernst, nicht wahr? Ja, scheiße nochmal. Es ist dein Ernst. Okay, als der Wahnsinnige das Ding da oben in den Berg versenkt hat, konnte auch ich mich kaum mehr halten. Das ist die Gelegenheit, sagte ich mir. Also ging ich rüber zur alten Observierungsstation und schaute mir das Wrack des Gleiters genauer an. Leider war da bis auf ein bisschen Kleinkram nichts Brauchbares mehr zu finden. Ach ja? Und was ist mit dem Gleiter selbst? Tja, Kumpel, das Teil ist nicht mehr viel wert. Da ist so einiges zu Bruch gegangen beim Absturz.
Wenn wenigstens noch das Triebwerk intakt wäre, könnte man es irgendwie hierher schaffen, aber so... Kannst du das Triebwerk nicht wieder reparieren? Um es wieder fit zu machen, bräuchte ich einen hochleistungsfähigen Hydraulikkonduktor. Aber so einen findest du nicht einfach so auf der Straße. Entweder du plünderst einen anderen Gleiter der Alps, naja, oder du schlachtest einen dieser Kampfkolosse der Baureihe 7300 aus. Die haben auch noch einen dieser überdimensionierten Konduktoren verbaut. Tja, schade, aber so sieht's nun mal aus. Schön, dass wir darüber geplaudert haben. Zumindest gibt es Optionen. Das heißt, es ist nicht unmöglich. Ja, guter Witz, nicht wahr? Du bist in Ordnung, Kollege. Kampfkoloss der Baureihe 7300? Mann, du lässt nicht locker, was? Okay, pass auf. Wir Mechaniker hatten damals vor einigen Jahren im Hort einige dieser Maschinen von unseren Bändern laufen lassen. Leider hatten sie eine schadhafte Steuereinheit. Irgendwo in den südlichen Gebirgszügen von Ignadon ist bestimmt noch eine von ihnen aktiv. Ich habe dort zuletzt eine von ihnen gesehen. Ziemlich unkontrollierbar und mordsgefährlich. Ich würde so einem Ding besser nicht zu nahe kommen, wenn ich du wäre. Episode mal vorbei. Ich brauche eine Wasserpause.